Trainer Pavel Dotschev sitzt sowas von fest bei Viktoria Köln im Stuhl. Zuletzt gab es 3 Siege in Serie gegen den Meister, die Bayern, soll diese Serie ausgebaut werden. Und die roten Kölner legen richtig gut los. Erste Minute in dieser Partie. Lucas Coeto ist das, der ist flink, das weiß man. Lucas Coeto nicht vom Ball zu trennen. Und dann hat er noch das Auge für den Kapitän Mike Wunderlich. 42 Sekunden hat es nur gedauert zur frühen Führung für Viktoria Köln. Mike Wunderlich, Saisontor Nummer 2. Was ein Blitzstart. Und Viktoria Köln machte direkt weiter. Wieder Lucas Coeto beteiligt, holt sich hier den Ball. Dann geht es schnell über Handle. Wunderlich, der hat eine Idee. Und was für eine. Timmy Thiele startet in die Tiefe. Timmy Thiele. Das 2:0 für die Hausherrin. 14 Minuten gerade mal gespielt. Wunderbar herauskombiniert diese Situation. Timmy Thiele, der eine Tochter bekommt, feiert sein erstes Türchen im Trikot für Viktoria Köln. Wie reagieren nun die Gäste? Zuletzt zumindest 3-mal ungeschlagen gewesen. Vita Arp ist das, der wird zu Fall gebracht in der 21. Minute von Rossmann. Notbremse, rot. Klare Situation. Viktoria also wieder mal in Unterzahl, wie schon am Wochenende gegen Meppen, als sie gleich 2-mal gelb-rot sahen. Doch sie zeigten sich davon komplett unbeeindruckt. 27. Spielminute. Weiter die roten Kölner im Vorwärtsgang. Handle mit der Hereingabe, dann viel zu kurze Kopfballabwehr. Und das ist Lucas Coeto. Das 3-0, sein drittes Saisontor. Die Bayern fanden defensiv nichts statt, hatten richtig Probleme hier reinzufinden in dieses Match. Nichts zu machen für Ron-Torben Hoffmann im Kasten der Münchner. 3:0 und noch immer war nicht Pause. Doch endlich besannen sich ein wenig die Gäste und zeigten sich auch mal in der gegnerischen Hälfte. Über Kühn ist das Kühn. Das Anschlusstor in der 42. Minute. Ein bisschen Glück war dabei, weil der Kölner Schlussmann Sebastian Mielitz nicht ganz glücklich aussieht. Aber es war das erste Lebenszeichen der Gäste und das erste Gegentor für Viktoria nach 339 Minuten. 3:1 der Pausenstand für die Kölner. Holger Seitz, der Cheftrainer der Gäste, dementsprechend unzufrieden. Doch er pushte seine Mannschaft in der Pause. Und die Münchner kamen 61. Spielminute über Kern. Und dann ist Fiete Arp da. Nur noch 2:3 aus Sicht der Gäste. Die waren wieder dran, nutzten die Überzahl. Fiete Arp mit diesem Treffer, Saisontor Nummer 2 für ihn. Und auf einmal ging vielleicht wieder was, denn Zeit war ja noch genug. Wir springen in die Schlussphase. Es spielten nur noch die Gäste. Immer wieder beteiligt. Fiete Arp, der Torschütze, Arp! Prüft ein weiteres Mal Mielitz in der 87. Minute. Doch Mielitz hielt dem Druck stand. Am Ende gewann Viktoria Köln 3:2. Es war Jubelzeit für Pavel Dotschev. Heute war absolut entscheidend, dass wir gegen den Ball eine vernünftige Arbeit leisten. Denn wie gesagt, 3 Tore müssen am Ende reichen, auch wenn wir mal weniger sind. Das war die Devise, die wir dann auch in der Halbzeit hatten, weil wir haben so früh einen Mann verloren, einen wichtigen Mann hinten drin. Von daher sind wir überaus glücklich, dass wir heute gewonnen haben. Ich glaube, dass wir einfach vom Kopf her nicht aufmerksam genug waren in diesen Momenten, weil wenn wir das jetzt morgen in der Videoanalyse durchgehen und die Situationen herstellen, bevor es zum langen Ball kommt, bin ich zu 100% davon überzeugt, dass die Jungs wissen, wie sie sich in so Situationen zu verhalten haben. Viktoria Köln holt den 4. Sieg in Folge, erstmals in der Drittliga-Historie. Bayern verliert trotz großem Kampf, aber aufgrund einer schwachen Anfangsphase. Saisonpleite Nummer 2. Alle Spiele der 3. Liga live. Nur bei Magenta Sport.